Einer der ganz wichtigen Punkte, die dir dazu verhelfen, wirklich erfolgreich durchzustarten, beruflich, egal ob du im Online oder im Offline unterwegs bist, möchte ich dir hier in diesem Video erläutern. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal von ProCharisma, und in diesem Video geht es darum, was dir hinterher so den richtigen Kick zum Durchstarten gibt. Der richtige Kick zum Durchstarten ist einer, der sich für viele, die lange als Einzelkämpfer unterwegs waren, im ersten Moment sich absurd anhört: Gib Sachen ab. Ja? Du wirst früher oder später irgendwann an diesen Punkt kommen, wo du merkst, du kannst nicht alles alleine machen. Und wahrscheinlich hast du das auch schon als Tipp von vielen anderen gehört und hast manchmal so ein bisschen Angst davor. So ist es mir nämlich damals auch gegangen, dass ich so gedacht habe, boah, ich war jetzt so lange Freiberufler, alles alleine gemacht, und man ist es so gewöhnt und es fällt so schwer, Sachen abzugeben. Und man muss sich daran gewöhnen, dass man auch Bereiche des Jobs irgendwann an jemanden abgibt. Was bedeutet das für dich konkret? Erstens, du verlierst die Kontrolle. Natürlich nicht vollständig, sondern du vertraust nur jemandem und gibst bestimmte Aufgabenbereiche ab. Und ich rate dir an dieser Stelle wirklich, hör auf, hinter den Leuten herzurennen und alles zu kontrollieren. Dann kannst du es nämlich gleich selber machen. Du musst natürlich jemanden finden, der gut ist und dem du vertraust. Und dann delegierst du das wirklich und gibst es damit ab und schaffst dir innerlich und äußerlich mehr Raum für die Dinge, die in deinem Kompetenzbereich liegen. Das ist Punkt Nummer 2. Gib vor allen Dingen die Sachen ab, wo du merkst, das ist nicht 100% deins. Natürlich wirst du auch in deinem Bereich, den du bearbeitest, immer wieder Teile haben, wo du sagen musst, okay, das ist jetzt nicht 100% meine Lieblingsaufgabe, aber ich mache sie trotzdem einfach, weil sie gemacht werden muss, oder das ist Chefsache. Aber ich rate dir dazu, möglichst viel von dem zu delegieren, was nicht 100% deins ist, denn du kannst dir sicher sein, es gibt Menschen, die sind genau besser darin als du. Und wenn du es an sie abgibst, dann sind sie schneller, die machen es besser, machen es kreativer, haben die besseren Ideen. Ja? Punkt Nummer 3, du musst Vertrauen lernen. Du musst Vertrauen lernen den Leuten, denen du was abgibst, mit denen du zusammenarbeitest, egal ob es Freelancer sind oder ob es Festangestellte sind. Und dieses Vertrauen, das muss man erstmal vorinvestieren. Und das ist am Anfang gar nicht so einfach. Also vielleicht, wenn du aus einem großen Unternehmen kommst, wo du viel im Team gearbeitet hast, dann kannst du das, dann weißt du, die anderen, die machen schon ihre Jobs. Aber gerade wenn du aus einer Freiberuflichkeit beispielsweise kommst oder aus einer Selbstständigkeit, wo du vorwiegend Einzelselbstständiger warst, dann fällt dir das möglicherweise am Anfang schwer. Wir haben das so gelöst, dass wir erstmal vieles innerhalb der Familie gemacht haben, aber natürlich nicht immer. Wir haben auch direkt angefangen, Sachen an Freelancer abzugeben, stellen jetzt auch inzwischen ein. Und ich merke, dass es eine ganz enorme Entlastung ist und dass ich bei vielen Prozessen nicht mehr 100% drin sein muss und nur noch so ungefähr weiß, was da eigentlich gemacht wird. Und das ist auch wieder gut für mich, weil ich mich dann auf andere Sachen konzentrieren kann. Im Grunde genommen sind es alles Tipps, die nicht so wahnsinnig schwer sind, aber wo man gerade in dieser Übergangszeit, wo man vielleicht noch nicht so irre viel Geld verdient und sehr, sehr viel arbeitet dafür, im Grunde diesen Schritt erstmal mutig machen muss. Ja? Also du bist vielleicht gerade an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich verdiene schon Geld, aber um jetzt jemand anderen auch noch zu bezahlen, dafür reicht es nicht. Ich kann dir nur sagen, mach den Schritt trotzdem, weil er wird dich sofort auch monetär weiterbringen. So, wenn dir dieses kleine Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung. Du kannst auch gerne deine Erfahrungen hier drunter schreiben. Sowas ist auch immer interessant, mal von anderen zu hören. Und wir freuen uns über den Kontakt mit dir.